Damit blicken wir nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Guten Morgen, Christoph. Also Russland hat nun tatsächlich zugegeben, dass die Ukraine bei einem Angriff nach eigenen Angaben 63 Soldaten getötet hat. Die Ukraine dagegen spricht von hunderten Toten. Aber was ist da genau passiert? Was weißt du? Also was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass diese Attacke der Ukrainer auf diese Berufsschule in Makeyevka im Bereich Donezk einer der heftigsten Einzelschläge gegen die russische Truppen war seit Beginn des Krieges. Vergleichbar wahrscheinlich nur mit der Vernichtung des Flaggschiffs der russischen Schwarzmeerflotte im April, des Kreuzers Moskau oder auch Moskwa genannt, der wahrscheinlich durch eine ukrainische Neptun-Rakete versenkt wurde. Also für Russland ist dieser Vorfall in Makeyevka, der Tod nach offiziellen Angaben von 63 Soldaten, eine Katastrophe. Anders kann man das nicht sagen. Ich habe es gerade erwähnt, offizielle Angaben vom Verteidigungsministerium, 63 Tote. Doch da haben einige pro-russische Militärblogger so ihre Zweifel, wie zum Beispiel das Portal Greyzone. Diese Kollegen gehen davon aus, dass wohl 130 russische Reservisten bei diesem ukrainischen Angriff mit hochpräzisen HIMARS-Raketen ums Leben gekommen sein könnten. Wir können das nicht verifizieren. Wir müssen uns an die Zahlen des russischen Verteidigungsministeriums halten. Aber auch 63 Tote ist natürlich eine verheerende Nachricht für Russland. Da gibt es überhaupt nichts herumzureden. Und wahrscheinlich ist es so gelaufen, dass zumindest sagen die Offiziellen aus Donezk, dass viele russische Reservisten in der Silvesternacht ihre Handys angeschaltet haben und dass das lokalisiert wurde von den Ukrainern und dass dann dieser Schlag auf eben diese große Handyansammlung getätigt wurde. Und diesem Verdacht der offiziellen, der Behörden aus Donezk, dem widersprechen jetzt auch wieder die russischen Militärblogger, wie zum Beispiel auch das einflussreiche Portal Ribar. Und die halten das für eine Ausrede, für den Versuch, die Verantwortung auf die Reservisten, auf die russischen Soldaten zu schieben. Man müsse die Verantwortung für diese Katastrophe bei dem Oberkommando in Donezk suchen, also in der Separatisten-Hochburg. Ribar nennt da auch die verantwortliche Stelle. Es soll sich dabei um den ersten Armeekorpus oder den ersten Armeekorps der Volksmiliz von Donezk handeln. Und es wird also gefordert auch von diesen Militärbloggern, dass die Verantwortlichen tatsächlich auch gefunden werden und dass man jetzt nicht nur ein, zwei Männer Militärs bestraft, sondern dass man tatsächlich herausfindet, wo die Verantwortlichen auch in den unteren Befehlsstrukturen gesessen haben, die es tatsächlich gewagt haben, 500, 600 Reservisten in einem Gebäude unterzubringen. Da habe man tatsächlich den gesunden Menschenverstand verloren. Ich zitiere jetzt das Portal Ribar. Also große Aufregung hier unter den Militärbloggern in Russland und eben die Forderung, dass es die Verantwortlichen tatsächlich bestraft werden müssen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.